Shadow Demon gerandomt. Mal schauen, wie ich mich mit ihm anstelle. Ich weiß noch gar nicht, gegen wen ich wo in welcher Lane sein werde. So, den Tag schon mal vollgestopft mit Zeug. Mit Shadow Demon kenne ich mich nicht gut aus. Hab gerade noch einen Guide gelesen. Um die Spells halt ein bisschen einschätzen zu können. Ich meine, zu verstehen sind nicht so schwer. Disruption gerade ist jetzt nicht so von Verständnis kein schwerer Spell. Genauso wie Soulcatcher und Shadow Poison. Kann ich eigentlich Leute mit Shadow Poison treffen? Also mit Soulcatcher kann ich auch von Disruption gebannte Einheiten treffen. Ist es mit Shadow Poison genauso? Weiß ich nicht. Wir haben die Medusa, okay. Geht, sollte ich da mal pullen und stacken. Finally. Oh, Soulcatcher erhöht noch den Schaden. Das Regen. Ich weiß nicht, was Sigmund of Pain da gemacht hat. Da lag Regen oben rum. Die ist einfach schön nehmen können. Anscheinend wollte sie nicht. Geblinkt. Okay, das wird jetzt eh nichts. Die pusht da gerade. Falschen Hotkey gehabt. Ich gehe mal nach oben.
zur Rune. Na, kommt jemand dazu? Nein, leider nicht. Weil die Snake früher machen sollen, nicht erst für den Last Hit sozusagen. Oh, eine Disruption. Sehr praktisch. Shadow Fiend. Shadow Demon bin ich ja. Ups. So, ich mach mal oben die Rune. Nein, 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 nein! Top Tower under siege. Sehr gut. If enemies attacking your top tower is what you desire, please take no action. Ich habe es auch mir nicht raus mit dem Release hier. Ich dachte, es geht instant. Das hat eine gewisse Verzögerung, so ganz schnell ich das anscheinend noch nicht. Ein mehr stacken, hat nicht ganz geklappt. Aber mein Gift hat ihn ja noch getötet. Eigentlich wollte ich den Kill für die Medusa lassen. So, kann ich jetzt endlich mal in Ruhe was machen hier? Ich will mir den Wards aufstellen. Ich maxe halt das Shadow Poison. Das mir am stärksten scheint. Ein bisschen helfen. Thank you.
diesmal nicht unten den Ward aufstellen, weil der Shadow Feed da irgendwo abhing. Bei dem Mana-Verbrauch kann ich gut verstehen, warum Arcane Boots empfohlen werden. Da bahnt sich ein bisschen was an. Sollte man lieber die Queen of Pain. Da kam er plötzlich mit seinem Blinkdagger. Das hat wehgetan. So ein bisschen sehr aggressiv unterm Tower. Ich wollte erst die Queen of Pain noch disrupten. Nice. So, jetzt versuchen wir unten mal. Kein Ulti. So, das Haste ist schon gepurcht. Gutes. Wer noch Cooldown gehabt, konnte oben auch nicht helfen. Sollte versuchen, den Tower zu kriegen. Your middle tower is under attack. Disrupt schon nicht mal gerettet. Mid tower taking damage. Dire structures are fortified. Your middle tower is under attack. Oops. Gerade die Castle, nachdem er seinen Dings gemacht hat. Immerhin haben wir noch beinahe mehr gekillt. Nein! Wir haben den Skywrath bekommen, aber ich glaube, der Jugger war da recht klein. Bottom tower kill for you.
habe alles ready. Double Damage mal, das Double Damage mal gepurged, damit das nicht so viel nervt. Wie scaled das eigentlich? Bonusschaden, okay. Jetzt kann ich mir mal die Arcane Boots holen, dann hole ich mal Sentries als nächstes. Sentries. Mir fehlen leider noch 53 Gold. Fuck. Brauch Hilfe da unten, das schaffe ich nicht alleine. You do know your bottom tower is being attacked, right? Brauch ein bisschen Hilfe erstmal. Komm nicht zum D-Warden. Alleine werde ich da weggesammelt.
Mann, ich hab extra. Das war eher schlecht. Für uns. Ja, damit zu lange gebraucht. Drop Tower under siege. Neue Wards und die Kurier. Jetzt können sie mal wieder ihr Mana-Schild anmachen. Genau. Ja, ich lasse die hier mal alleine. Radiant shed no tears. Farewell, sweet angel. Ich brauch die nicht, bevor sie keiner nimmt. So, kann ich hier unten nochmal die warden. Unstoppable. Your bottom tower is under attack. Dire have fortified their towers. Bottom tower being attacked. Innocent. Ist hier weg? Dass die einfach wegrennt vor dem so. Da unten wurde das gemacht. Schade. Ich bräuchte dann mal meinen Force-Staff, damit ich von solchen Attacken wegkomme. Was hat sie denn inzwischen? Ist auf dem Weg zum Manta-Style. So schlecht die Medusa ist auch nicht. Ups, was geht da? No one will defend top tower. You have to learn to defend it. Ich
top tower is under attack. Maybe they want to take Dire's power for a few seconds here. Your middle tower is under attack. Your middle tower being destroyed is part of your strategy. Top tower under siege. Then town portal. Mid tower taking damage. I hope having a top tower was not a bad middle tower. Your middle tower is under attack. Your middle barracks are taking enemy fire. Your middle barracks has fallen. Your top tower is under attack. Forstarf, den kann ich auch ganz gut gebrauchen. Den Ulti nutzen sollen. Ich weiß nicht genau. Gut, ich habe letzte Runde auch den Abaddon gespielt und dann irgendwie 14-1 gehabt, aber wir mussten den Abaddon nicht immer so wegkommen lassen. Ich verstehe es nicht ganz, warum uns das so passiert, dass er einfach wegrennt. Das müsste eigentlich besser gehen. Wir bräuchten von der Queen of Pain entweder einen Hex. Es gibt ja halt selber... Ja, genau. So war es. Genau umgekehrt. Letzte Runde war ich der Abaddon und der Darkseer. Ne, der Abaddon hat nicht mal so besonders viel. Das ist ein bisschen. Nicht mehr, dass der irgendwie voll abfahren. Gerettet. Stimmt irgendwas wert. Your bottom tower is under attack. If you have any last words, your bottom tower it's in action. Enemy fire upon your bottom tower. Schade. Your bottom tower is no more. Ja, versuch mal diesen Ulti von dir, sag's hier. Das auf Cooldown. Look at your bottom barracks. Look how under attack they are. Your bottom barracks have a bad case of being torn completely to shreds. Ich
Autsch, natürlich respawn ich praktisch genau in den Ulti rein. Im Sand King. So komische Spiele heute irgendwie. Schade, eigentlich war es ganz witzig. Ich spiele ja sehr selten, aber ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Hat eigentlich total viel Spaß gemacht, hätte ich sicherlich nicht optimal gespielt. Bad news for your ancient right now. Queen of Pain und Darkseer waren zusammen. Der Darkseer war ziemlich komisch gespielt. Wow, what a truly compelling match. Wir hatten bei dem so abgeräumt. Juggernaut. Eigentlich hätte der Juggernaut unten gar nicht so fahren können, müssen, dürfen. Ich überlege gerade. Na gut, der Skyrift Mage war da, aber als Melee ist ganz schön nervig gegen den Darkseer. Naja, wer weiß, wie es da gelaufen ist.